سلام كمسك الختام عليكم محيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أمير الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين لمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Wir werden heute eine Geschichte erzählen, die im Koran in über 30 Suren vorkommt. In über 30 Suren, in ca. 712 Versen, wird diese Geschichte erzählt. Wir erzählen euch heute die Geschichte der Kinder Israels. Die Geschichte der Kinder Israels und der Verlauf ihrer Zeit. Von 1400 vor Christus, von 1400 vor Christus bis 70 nach Christus. Dies ist die Geschichte der Kinder Israels, wie sie auch im Alten Testament, im Neuen Testament und im Heiligen Koran erzählt wird. Dabei berufen wir uns auf zwei Quellen. Die erste Quelle ist die Bibel, sprich das Alte Testament vor allem, und der Heilige Koran. Also, wir haben das so aufgebaut, dass das diesmal chronologisch ablaufen wird. Eine chronologische Reihenfolge der Geschichte der Kinder Israels. Warum erzählen wir heute diese Geschichte? Warum? Wir werden sie sogar in einem Unterricht erzählen. Yani, wer diesen Unterricht gut mitverfolgt, der wird über 30 Suren, die 700 Verse auf jeden Fall sehr gut verstehen können. Wir erzählen diese Geschichte, weil wir zum siebten Vers von der Sura Al-Fatiha gekommen sind. Und was ist der siebte Vers von der Sura Al-Fatiha? غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In dem letzten Teil der Sura Al-Fatiha werden uns drei Wege gezeigt. Das erste ist Sirat Mustaqim, das heißt, denen die Gnade gegeben worden ist. Der zweite wäre dem Islam. Den zweiten Weg ist der Weg, den Weg, den den Zorn Allahs erregt haben. Und der dritte Weg ist derjenige, der Weg der Irregeleiteten. Den ersten Weg haben wir verstanden. Der erste Weg ist derjenige des Islams, allen Propheten, die gekommen sind. Wer sind aber die anderen beiden Wege? Jane, diejenigen, die den Zorn erregt haben, Allahs, und diejenigen, die irregeleitet sind. Jane, Rayl al-Mahdubi alayhim. Walad-Dalim. Das sagt der Prophet alayhi salam selber. In Tirmizi und Ahmed ibn al-Hanbal al-Musnad sagt er, فَإِنَّ الْيَهُودُ مَعْظُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَ ضَلَالٌ. Gewiss sind die Juden diejenigen, die den Zorn Allahs erregt haben, und die Christen sind diejenigen, die irregeleitet sind. Um zu verstehen, wer die Kinder Israels sind und was auch das Alte Testament daraus sagt, müssen wir ganz zurückgehen. Ganz weit zurück. Circa 1400 Jahre vor Christus. Weil dort fängt die Geschichte dieses Volkes an. Der Kinder fängt dort an. Und keiner, der diesen Vortrag hört, soll uns mit Antisemitismus beschuldigen. Weil, ihr werdet es nachher sehen, erstens gibt es keinen Antisemitismus. Und zweitens, wenn es Antisemitismus gibt, ist es da selber in der Bibel, im Alten Testament, selber mit verankert. Der Antisemitismus. Aber, Alhamdulillah, wir sind keine Antisemiten, weil Semiten sind Araber und Israelis sind alles Semitischen und gehören dem Volk der Semiter. Okay, das ist das andere. Die Geschichte der Kinder Israels fängt mit dem Urenkel von wem an? Ibrahim a.s. von Abraham. Wer ist der Urenkel von Abraham? Der Urenkel von Abraham ist Jakob a.s., also Jakob. Und wer ist der Sohn von Jakob, Ibrahim a.s.? Ishak. Also die Kette von Abraham, Isaac und Jakob.
Und Jakob alaihi salam, im Koran auch Jakob alaihi salam genannt, ist ein sehr großer Prophet. Und genau von diesem Propheten der Spitzname, oder besser gesagt nicht der Spitzname, sondern der Titel war wie Israel. Okay? Der Spitzname, der Titel von Jakob alaihi salam, vom Jakob, war Israel gewesen. Was heißt aber Israel? Israel heißt sowas ähnliches wie Abdullah oder Mustafa. Yani, der Diener Gottes, Israel, der Diener Gottes, oder Mustafa, der Auserwählte. Dieses Israel, Jebrail, Israfil, Mikael oder Mikael haben den gleichen Endung, was auf Allah beruht. Und dieser Jakob a.s., sprich der Enkelsohn von Musa a.s., Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, 2200 vor Christus. 2200 vor Christus ist das passiert. Hatte 12 Kinder gehabt. Wie es im Koran und im Alten Testament auch geschrieben steht. Diese 12 Kinder von Jakob a.s. sind die Kinder Israels. Diese 12 Kinder von Jakob a.s. sind die Kinder Israels. Bis in unsere heutige Zeit besteht das israelische Volk aus 12 Stämmen. Diese 12 Stämme gehen alle auf die Kinder von Jakob a.s. zurück, welche untereinander Geschwister gewesen waren. Unter ihm, auch sehr bekannt, Yusuf a.s. Ihr kennt die Geschichte von Josef a.s., wo die anderen 11 Brüder ihm eifersüchtig werden. Sie schmeißen ihn in einen Brunnen, dann kommt eine Karawane vorbei. Sie nimmt ihn als Sklaven, verkauft ihn, sie bringen von Kanaan, Kanaan heißt Palästina, von Palästina bis nach Ägypten. In Ägypten wird er abgekauft von einem Meister, sag ich mal. Und dort kommt er dann in ein Gefängnis und dies und das, die Geschichte passiert. Das könnt ihr in der Sura al-Yusuf sehr gut nachsehen. Auf jeden Fall, die Geschichte Israels, als sie mit Jakob a.s. anfängt, geht mit Yusuf a.s. in die spätere Zeit bis nach Ägypten. Wir werden diese Geschichte sehr kurz fassen, wir werden sehr viele Informationen bei diesem Vortrag geben. Das erste Mal gelangt das Volk Israel mit Yusuf a.s., yani mit Josef, nach wo? Nach Ägypten. Später holt Yusuf a.s. 70 seiner Leute mit nach Ägypten. 70 seiner Leute, bestimmt seine Geschwister und seine Verwandten, nimmt er dann später mit nach Ägypten, als er eine hohe Position in dem damaligen Staat bekommt. 400 bis 500 Jahre circa lebten sie in Ägypten, die Kinder Israels lebten in Ägypten 4 bis 500 Jahre lang als Moachidun, als Muslime. Nachdem Yusuf a.s. dort regierte. Aber der Druck der Pharaonen konnten sie gut standhalten. Sie waren Moachidun gewesen, sie waren gottergebene Muslime gewesen und sie sind keinen einzigen Kompromiss in ihre Religion eingegangen und sind auf dem Tauhid weiter beharrt. Circa 400 bis 500 Jahre. Ihr wisst, im Koran steht auch geschrieben, dass der Pharao die Unterdrückung so weit gegangen ist, dass die Unterdrückung vom Pharao bis in die Gebärmutter der Mütter gegangen ist. Ja, nee. Wenn man fragen kann, wie weit geht das, wie weit könnte die Unterdrückung eines Staates gehen, eines totalitären Staates gehen, so weit kann der Unterdrückung eines Staates gehen, bis es in die Gebärmutter der Mütter kommt. Und Allah Ta'ala hat ihnen Musa alayhi salam geschickt. Von den Kindern Israels. Von den Kindern Israels wurde Musa a.s. berufen, um zwei Aufgaben zu machen. Zwei Aufgaben sollte Musa a.s. machen. Die erste Aufgabe war, Frauen, den Pharao, zum Islam einzuladen. Zum Tauhid einzuladen. Und das zweite war, die Kinder Israels, die unter der Unterdrückung vom Pharao ca. 400 Jahre gelebt haben, zu retten. Das lesen wir im Alten Testament, im Kapitel Amos 3, Paragraph 2. Warum sollten sie, die Kinder Israels, von der Unterdrückung gerettet werden? Jetzt kommt's,
weil es das auserwählte Volk gewesen war. Ein auserwähltes Volk. Das sehen wir auch im Koran. Die Israeliten, die Kinder Israels, waren ein auserwähltes Volk gewesen. Aber für was waren sie auserwählt? Wegen Nationalismus? Oder weil ihr Blut heilig gewesen war? Nein. Sie waren auserwählt, um die Tora, oder damals gab es noch, in dem Sinne, die kam ja so stufenweise erst, aber den Anfangsteil der Tora, das heißt die Offenbarung Allahs, an die Menschheit zu verkünden. Manchmal sucht Allah einen Propheten aus, diesmal hat Allah Ta'ala ein Volk ausgesucht. Und dieses Volk waren die Kinder Israels gewesen. Auserwählt, ganz wichtig, auserwählt, um die Verkündung der Tora zu übernehmen. Das lesen wir, wie gesagt, im Alten Testament, in Kapitel Amos 3, Vers 2. O ihr Kinder Israels, gedenkt meine Gnade, mit der ich euch begnadete. Nein, Entschuldigung. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein euch erkannt, sagt Allah. Im Alten Testament. Nochmal. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich alleine euch erkannt. Im Koran, jetzt im Koran steht geschrieben, in der Surat al-Baqarah im 47. Vers, O ihr Kinder Israels, gedenkt meiner Gnade, mit der ich euch begnadete. Und denkt daran, dass ich euch allen Welten vorgezogen habe. Und die Zeit kommt, wo Allah Ta'ala Musa a.s., Moses, diese Befehl gibt. Führe meine Diener nachts hinweg. Shuara, 52. Vers. Führe meine Diener nachts hinweg. Und eines Nachts nahm Musa a.s. die Kinder Israels und verließ Ägypten. Wie viele Leute denkt ihr, waren das gewesen? 70, 100, 1000. Im Alten Testament steht geschrieben, und in Imam al-Qurtubi, im Tafsir von Qurtubi steht geschrieben, dass die Zahl der Kinder Israels, die in einer Nacht, oder besser gesagt, wie es hier befehlt worden ist, aus Ägypten rauszuholen gewesen war, 600.000 Mann gewesen waren. 600.000, also knapp über eine halbe Million Menschen wurden. Hier spielt Geschichte, Leute, ein. Islam zu wissen, heißt den Tauhid zu wissen. Tauhid zu wissen, ist Pflicht, die Propheten, das Leben der Propheten zu kennen. Und wer das Leben der Propheten kennt, kennt die Geschichte der Menschheit. Und Musa a.s. nahm sie eines Nachts, wie es in Schura 52 erwähnt worden ist, und führte die Kinder Israels raus aus Ägypten. Und die Hijra von den Kindern Israels fing an. Sie kamen zum Meer, ihr kennt die Geschichte, und die Kinder Israels standen davor und Pharao hat sie mit seinen Soldaten verfolgt. Als sie sahen, dass das Meer vor ihnen und die Soldaten Pharao hinter ihnen gewesen waren, haben sie Musa a.s. die Kinder Israels angefangen zu beschimpfen. Hätten wir doch nicht auf dich gehört. Wenn wir auf dich gehört hätten, wenn wir nicht auf dich gehört hätten, wären wir jetzt in Ägypten gewesen. Wir hätten unter Unterdrückung gelebt, aber wir hätten jedenfalls unser Leben gehabt. Die erste Auflehnung fängt an. Aber durch ein Wunder Allah Ta'alas, wissen wir alle, hat sich das Meer gespalten. Und die Kinder Israels sind durch das Meer durch. In, wie gesagt, im Qurtubi steht noch geschrieben, dass nicht das Meer sich einmal gespalten hat, sondern dass sich das Meer 12-mal gespalten hat. Und für jedes Stamm der Kinder Israels wurde ein eigenes. Tabi, das ist natürlich ein Tafsir. Fakt ist, dass sich das Meer gespalten hat und die Kinder Israels sind auf die andere Seite rübergegangen. Und als Pharao das sah, ist er mit seiner Armee durch. Und das Wasser, das Meer hat sich über ihn gesetzt, über die Soldaten von Pharao und Pharao selbst, und er wurde dabei getötet. Seine Leiche ist übrigens heute, vom Pharao, seine Leiche ist heute im London Museum. So wie es im Koran geschrieben steht, sagt Allah, ich weiß nicht, was für eine Sura das ist, O Pharao, sagt Allah, wir werden dich mit deiner Seele erretten, wir werden dich mit deinem Körper erretten, damit du ein Beispiel für alle Ewigkeit, für die ganze Menschheit sein sollst. Wenn ihr Schild macht, werdet ihr genauso enden. Und diese Form vom Pharao, tatsächlich, es ist nichts, es, seine Haare sind noch dran, das könnt ihr im Internet sehen, ist in der Position von Sejde, von Sujud. Weil in dem Augenblick, wo das Wasser über den Pharao kam, hat der Pharao gesagt, ich glaube an den Herren von Musa und Harun.
aber sein Iman wurde nicht akzeptiert, weil das eine Schahada bzw. eine Glaubensbekenntnis unter Angst gewesen war. Und das Imanul Yais nennt man das im Islam, das wird nicht akzeptiert, wenn du unter Angst bist. Imam macht das nicht akzeptiert. Auf jeden Fall, sie kam, nachdem sie von Ägypten errettet worden ist, sind zu einem Volk an auf ihrer Reise, welches ein Götze anbetete. Die Reise geht weiter, sie haben das Meer durchquert, sie haben das Wunder Allahs gesehen. Plötzlich sehen sie ein Volk, an einem Volk vorbeigehen, welches einen Götzen anbetet. Dazu sagt die Surah Al-Araf, der 138. Vers, und wir brachten die Kinder Israels durch das Meer. Und sie kamen zu einem Volk, das seinen Götzen ergeben war. Sie sagten, O Moses, mache uns so einen Gott, wie diese hier Götter haben. Er sagte, ihr seid ein unbelehrbares Volk. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Auf ihrer Reise Richtung Palästina, aus der Errettung von Ägypten, wollte Allah, dass sie Palästina erobern, nachdem sie aus Ägypten gerettet wurden. Aber sie hatten Angst und wollten nicht kämpfen. Weil Allah Ta'ala hat von den Kindern Israels befohlen, dass sie auf dem Wege Allahs den Dschihad gegen die Philister machen. Die Philister, die damals Götzenanbeter gewesen waren. Heute ist es umgekehrt, Jan. Okay? Die damals Götzenanbeter gewesen waren. Wollte Allah Ta'ala, dass sie in den Krieg ziehen. Aber sie haben sich geweigert zu kämpfen. Sie wollten nicht kämpfen. Und Allah verurteilte sie darauf, in der Wüste zu verweilen. Bis eine Generation entstand, eine Generation lang, die den Befehlen Allahs gehorchte und kämpfte. Also eine ganze Generation wurde neu entstanden. Sollten in der Wüste waren. Das lesen wir in Baqarah 244. Vers. Dann geht Moses, die Geschichte kennen wir auch, Musa a.s. geht auf den Berg Sinai. Warum geht Musa a.s. auf den Berg Sinai? Um die ersten Gebote der Tora zu entnehmen. Die ersten 10 Gebote werden dort Musa a.s. gegeben. Ja, die erste Kapitel der Tora. Okay? Und Musa beauftragt Harun als Stellvertreter gegenüber seinem Volk, gegen die Kinder über die Israels. 40 Tage lang und 40 Nächte lang war Musa a.s. auf dem Berg Sinai gewesen. Plötzlich kam ein Munafik, ein Heuchler unter den Kindern Israels, er nannte sich Samiri. Und er hat zu den Kindern Israels gesagt, Musa a.s. Moses hat seinen Herrn vergessen. Und um seine Herren zu suchen, ist er auf den Berg geklettert. Aber ich weiß, wer sein Herr ist. Sammelt euer Gold zusammen, was ihr aus Ägypten mitgenommen habt, und macht euch ein Kalb als Statue. Betet dies an, denn dies ist der Herr von Musa. Wisst ihr, was passiert? Wir haben ja gesagt, 600.000 Mann sind aus Ägypten rausgezogen, von den Kindern Israels. Wisst ihr, wie viele Leute dieses Kalb anbeten von 600.000 Mann? 588.000 beten das Kalb an und 12.000 bleiben auf dem Tauhid. Das ist fast 90%, ja. 80%. Das ist eine sehr hohe Zahl. Ein Mann kommt und macht das ganze Volk zum Muschrik. Kann ein Mann kommen und kann ein Volk zum Muschrik machen? Ein einziger Mann? Ja. Das Beispiel ist hier Samiri. Und sie beten das Kalb an. Diese Geschichte lesen wir im 2. Buch Moses im 32. Kapitel 1-6 oder im Koran in der Surah Al-Araf 148. Vers, aber am detailliertesten in der Surah At-Taha von den 83. bis zum 97. Vers. Taha, 83. bis 97. Vers. Die Schirkfetwa, die von uns gegeben worden ist, beruht auf der Taha 83 bis 97. Okay? Wir wissen, 3 Leute sind Muschrik geworden, ne? Wer ist Muschrik geworden? Wer ist Muschrik geworden? Derjenige, der
Die Parlamentarier sind in Moschee. Die ihnen ihre Stimme abgeben, auf Chai oder Schei sind Moschee. Und diejenigen, die sagen, sie sind keine Moschee, sie sind auch Moschee. Das beruht auf das Tafsir von der Surah At-Taha, 83. bis 97. Vers. Aber Allah Ta'ala verzeiht sie. Er verzeiht sie. Und 70 Leute werden von den Kindern Israels auserwählt, 70 Gelehrte. Sie sollen für sie Tauba und Istighfar machen. Das lesen wir auch im Heiligen Koran. Und sie werden verziehen. Und ihre Reise geht weiter Richtung Palästina. Dann, auf ihrer Reise, lesen wir im Alten Testament, dass die Kinder Israels anfingen, wir lesen im Alten Testament, also unser Vortrag beruht meistens über dem Alten Testament. Ich bestätige das immer mit dem Koran. Sie fingen an, die Kinder Israels, nachdem sie das Kalb angebetet haben, nachdem sie einen Götzen anbeten wollten, nachdem sie vom Meer gerettet worden sind, von diesem feindlichen Meer, und von Ägypten, fingen sie an, mit den Prostituierten von dem Volk Moab, von den Moabitern zu verkehren. Und für ihre Götter Opfer zu schlachten und Allah zu vergessen. Das lesen wir im zweiten Buch Moses, 25. Kapitel 1 bis 3. Und Israel lagerte in Schittim. Da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an den Götzen Baal Poa an. All nach den Wundern, die ihnen gezeigt worden sind, sind sie aus dem Islam raus und wieder zum Schirk gefallen. Nach dem Alten Testament wurden sie zur Strafe getötet. Viele von ihnen wurden getötet. Das lesen wir im zweiten Buch Moses, 32. Kapitel, 27 bis 28. Danach sagten sie zu Musa, jetzt kommt's. Danach sagten sie zu Moses, dass sie so lange nicht an Allah glauben, bis sie ihn offenkundig sehen. Lies mal den Vers laut auf Arabisch. Kennst du den? وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهُ جَهْرَةً حَتَّى نَرَى اللَّهُ جَهْرَةً Bis wir Allah sehen, جَهْرَةً, das heißt offenkundig sehen. Yani, die sagen, wir sehen Allah, wir sehen seine Wunder, wir sehen seine Hilfe, aber wir möchten ihn جَهْرَةً sehen. Wir möchten ihn offenkundig sehen. Das lesen wir in Bakara 54 bis 55. Und da sagte Moses zu den Leuten, oh meine Leute, ihr habt euch selbst eine schwere Schuld geladen, indem ihr euch das Kalb nahmt. So kehrt reumütig zu eurem Schöpfer zurück und tötet selbst eure Schuldigen. Dies ist für euch besser bei eurem Schöpfer. Alsdann vergab er euch, wahrlich, er ist der Allvergebende, der Barmherzige. Und als ihr sagtet, O Moses, wir werden dir gewiss nicht glauben, bis wir Allah unverhüllt, hier wird unverhüllt gesagt, unverhüllt sehen, da traf euch der Blitzschlag, während ihr zuschautet. Und der Blitzschlag Allah Ta'ala hat sie getroffen. Und Allah gab ihnen daraufhin noch eine Chance. Bakara 56. Vers. Dann erweckten wir euch nach eurem Tode, dass ihr dankbar sein möget. Seht ihr die Verhältnisse von den Kindern Israels und die Barmherzigkeit von Allah? Die Reise nach Palästina ging weiter. Nach Kanaan ging es weiter. Die Generation, die aus Ägypten ausgezogen, wollte sich nicht ändern. Allah ließ sie 40 Jahre, wie wir vorhin erzählt haben, 40 Jahre in der Wüste, damit eine neue Generation entsteht. Moses erzieht sie mit der Scharia, das, was wir vorhin erzählt haben. Moses erzieht sie in der Wüste mit der Scharia, das heißt, was ist die Scharia? Die Scharia ist das Gesetz Allahs. Ist nicht unbedingt der Koran. Natürlich, der Koran ist eine Scharia, aber das Alte Testament ist auch eine Scharia. Wie sagen die Christen zu dem, oder besser gesagt, wie sagen die Juden und die Christen zu dem Alten und Neuen Testament? Mosaikisches Gesetz. Mosaikisches Gesetz, das heißt die Scharia. Und Musa a.s. brachte ihnen die Scharia bei, das heißt die Tora.
Er brachte ihm aber auch nicht die Scharia bei, sondern brachte ihm bei, ganz wichtig, dass sie sich nicht von den anderen Völkern, die um ihn leben, assimilieren lassen sollen. Okay? Zwei Sachen brachte ihm Musa bei. Die Scharia, das heißt die Tora, das Gesetz des Alten Testamentes, und er brachte ihm bei, dass sie sich von den Völkern ringsumher nicht assimilieren lassen sollen. Nebenbei, als sie in der Wüste verdammt worden sind, zu 40 Jahren, kümmert sich Allah persönlich um sie und lässt ihnen Wasser zukommen in der Wüste. Diese Wüste nennt sich die Wüste Tich. Sie ist heute in den Füßen, der Fußengel, sagt man, von dem Berge Sinai. Allah kümmert sich um ihn und gibt ihnen Wasser. Und Schatten mit den Wolken. Sie bekommen Men und Selva. Einfach ohne etwas dabei eingepflanzt zu haben. Sie bekommen Men und Selva, das sind Früchte, die an einem Morgengrauen blühen, steht geschrieben. Morgenbraun, wenn die blühen die im Sand, das essen die und nächsten Tag kommt was Neues. Wieder Men und Selva. Das lesen wir zum Beispiel in der Sura Al-Araf im 160. Vers, aber auch im Alten Testament, im 2. Buch Moses, im 16. Kapitel, im 13., 14. und 31. Vers. Aber statt Allah zu danken für die Gaben, die er ihnen ohne was zu sehen in der Wüste gab, lesen wir in der Sura Baqarah, und als ihr sagtet, O Moses, wir können uns mit einer Speise nicht mehr zufrieden geben, bitte also deinen Herrn für uns, dass er uns Speise von dem hervorbringe, was die Erde wachsen lässt. Von Kräutern, Gurken, Knoblauch, Linsen und Zwiebeln. Da sagte er, Musa a.s., wollt ihr etwa das, was geringer ist, eintauschen für das, was besser ist? Geht doch zurück in eine Stadt. Dort werdet ihr erhalten, was ihr verlangt. Und Schande und Elend kam über sie und sie verfielen den Zorn Allahs. Bakara 61. Vers. Das ähnliche sehen wir im Alten Testament in dem Kapitel Nehemia, 9. Kapitel, 16. bis 38. Vers. Ihr kommt mit, ne? Ihr kommt mit, gut. Und nachdem Allah ihnen erlaubt hat, in die Stadt zu gehen, bekommen sie die Erlaubnis, von der Wüste in die Stadt zu gehen. Die Kinder Israel. Guck mal. Ja, nee. Sie bekommen Essen in der Wüste, sie lehnen sich wieder zum tausendsten Mal auf, sagen, wir möchten nicht Männer und Selber, wir möchten Gurken, Zwiebeln, Knoblauch, Linsen und so. Und Allah sagt, dann geht doch in die Stadt. Und Allah befreit sie von der Wüste und sie gehen in die Stadt. Aber sie mussten erst versprechen, sich nicht Allah zu widersetzen. Darum sollten sie durch die Tore der Stadt gehen und dabei, ganz wichtig, sie sollten versprechen, sich Allah nicht zu widersetzen und sollten dabei durch die Tore der Stadt gehen und dabei Chittatun, Chittatun sagen. Das heißt Verzeihung, Verzeihung. Aber sie sagten Hintatun, Hintatun, Weizen, Weizen und gingen nicht durch die Tore der Stadt, sondern über die Gärten und Felder und plünderten dort alles. Sie wurden wieder hiernach bestraft. Bakara 58. Vers, Araf 161. Vers, 162. Vers. Später, das eigene Gesetz, was sie wollten, sie wollten einen Feiertag für Allah. Sie wollten nicht 7 Tage lang Gott anbeten, sie wollten einen Tag haben von Allah, damit sie ihn anbeten, und Allah gab ihnen den Sabbat. Aber, obwohl sie es wollten und Allah ihnen das gegeben hat, hielten sie den Sabbat selber nicht ein. Sie wollten von Allah einen Tag und sie gaben das nicht, hielten das nicht ein. Wie? Allah sagte, ihr dürft am Sabbat nichts machen. Ihr dürft nicht arbeiten, gar nichts. Ihr müsst nur Zikr machen, Gebeten machen und so etc. Nicht mit weltlichen Sachen beschäftigen. Am Freitag war das Arbeiten verboten. Was ist passiert? Sheikh, du weißt das? Die Fischen. Genau. Am Samstag hat er Allah getestet. Sie haben an der Meerküste gelebt. Und Allah gab ihnen die Fische am Samstag. Ganz viele Fische kamen am Samstag, sie konnten nicht angeln. Und Samstagabend gingen sie weg und Sonntag waren sie wieder. Sonntag waren kaum Fische da. Und Freitag auch noch, aber Samstag kamen sie. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben Freitagabends die Netze ins Wasser geworfen. Freitagabends haben sie die Netze ins Wasser geworfen. Und Sonntagmorgen haben sie die Netze rausgeholt.
Hilay-Shari'iyya. Und Gottes Fluch kam daraufhin über sie. Araf 163 Vers oder Altes Testament könnt ihr nachlesen. Im Jesaja 5. Kapitel 16 bis 23, da werdet ihr das sehen, diese Geschichte. Dann starb Musa a.s. Jetzt kommen wir nach dem Tod von Musa a.s. Nach Musa a.s. wurden sie von Richtern regiert. Also wenn ihr das 5. Buch Moses Dings macht, und ihr werdet dann später in den Kapiteln nach Moses a.s. muss ich mal gucken, da kommt Josua, das ist nach Josua kommt den Richter. Wisst ihr, wer Josua ist? Auf Arabisch nennt sich das Yusha. Yusha a.s. Es gibt zwei Gräber, über denen die vermutet werden. Eins ist auf dem Berg Sinai, eins ist in Istanbul. Yusha a.s. Auf jeden Fall Josua. Aber sie wurden nach dem Tode von Musa a.s. von Richtern regiert. Und der erste Richter, der über sie regiert hat, war Yushan bin Nun gewesen, Josua. Er hatte 31 Jahre lang nach Musa a.s. regiert. Und was ist passiert? Alle haben in diesen 31 Jahren nach dem Tode von Musa auf Tauhid gelebt. 31 Jahre. Wie gesagt, das Zeit von Musa ist weg. Die ersten 5 Buch Moses sind wir jetzt durch. Jetzt kommt die Zeit der Josua und der Richter. Das werdet ihr in beiden Kapiteln gleich sehen. Richter. Nach Musa a.s., nach Josua, wurden alle Murtet. Nachdem Josua gestorben ist, sind alle Murtet geworden. Alle sind aus dem Islam ausgetreten. Sie sind zum Schirk verfallen und sie beteten die Götter ihrer Nachbarvölker an. 31 Jahre nach Musa a.s. seinem Tod. Das sehen wir, wie gesagt, im Kapitel Richter 2, 11 bis 14. Da taten die Israeliten, was den Herren missfiel, und dienten den Baalen und verließen den Herren, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herren und dienten den Baalen und den Astarten. So entbrannte denn, wichtig Leute, wir lesen gerade das Alte Testament ja. So entbrannte denn der Zorn des Herrn über Israel. Ich glaube, wenn wir sowas ohne Quellenangabe lesen würden, würden sie uns mit Antisemitismus beschuldigen. Deswegen bleiben wir ganz locker mit den Füßen auf dem Boden und lesen aus ihren eigenen Quellen ihre eigene Geschichte. Und so entbrannte denn der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern. Denn sie beraubten, die sie beraubten, und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde ringsumher. So, und der gleiche Vers über dieses Thema werdet ihr im 2. Könige, 17. Kapitel und 16. Vers sehen. 8 Jahre lang beteten sie die Götter ihrer Besatzungsmächte, von Mesopotamien an. 8 Jahre lang beteten sie die Götter ihrer Besatzungsmächte an, die aus Mesopotamien kamen. Dann kam Othniel aus ihnen und befreite sie, und sie lebten 40 Jahre lang auf Tauhid. Hört zu. 8 Jahre lang beteten sie die Götter an, die ihre Besatzungsmächte gewesen waren. Und dann kam Othniel aus ihnen und befreite sie aus der Besatzung. Und sie lebten hier lang 40 Jahre lang auf Tauhid. Richter, 3. Kapitel 8 bis 9. Nach dem Tod von Othniel verließen sie alle wieder den Tauhid. Ihr kommt mit, ne? Könnt ihr ja mitsehen, wie sie damit verließen. Nach dem Tod von Othniel verließen sie alle wieder den Tauhid und beteten wieder die Götter an. Und wurden Muschrik. Alle diesmal. Ihre religiöse und politische Stärke verloren sie. Der König der Moabiter Ehud besetzte sie darauf 18 Jahre lang und versklavte sie. Daraufhin machten die Kinder Israels ein geheimes Attentat auf ihn. Ja, nee, es gab eine ganz kleine Splittergruppe unter ihm, von den Moachedon. Und diese kleine Splittergruppe, wer weiß, wie viele Zahlen sie gewesen waren, vielleicht 10, 20, 30, die haben ein geheimes Attentat auf diese Besatzungsmächte gemacht, auf den König der Moabiter, und töteten ihn.
Sie befreiten die Kinder Israels und kamen zum Tauhid. Unter der Regierung von Shamgar lebten sie auch weiterhin unter dem Tauhid. Richter 3, 3. Kapitel 15 und 31. Vers. Nach dem Tod von Shamgar beteten sie wieder die Götter der Nachbarvölker an. Die Götter der Nachbarvölker an. Daraufhin besetzte sie der König von Kenan, Jobin. Eine Frau der Kinder Israels vom Stamme Jehuda namens Deborah stellte sich vor das Volk und vereinte es religiös und politisch. Sie kämpfte gegen Jobin und befreite das Land und holte alle zum Tauhid. Eine Frau. Dies lesen wir in Richter, 4. Kapitel, 4. bis 24. Vers. Nach dem Tod von dieser Frau namens Deborah teilten sich wieder die Kinder Israels in Gruppen und jede Gruppe betete einen anderen Gott an. Die Strafe Allahs kam diesmal, indem er sie durch den Midianiten König Oreb besetzte und versklavte. Sie wurden heftig unterdrückt und gequält. Dies kann man lesen im Kapitel Richter 10, der Kapitel 10 bis 16. Vers. Da könnt ihr das nachlesen. Ja. Als danach einer namens Abimelech Shekeme an die Regierung kam, verließen sie wieder alle den Tauhid und wurden alle wieder Muschrik. Danach, in der Zeit von Tola und Gilead li Jair, verfolgten sie die Scharia von Moses. Danach kamen sie wieder zum Tauhid, wie gesagt, und sie verfolgten aber, diesmal ganz wichtig, die Scharia, genauso wie Musa a.s., sie waren die damaligen Salafiten, sag ich mal, gewesen. Aber nach seinem Tod verließen sie wieder alles. Nach der religiösen kam auch die politische Spaltung. Die Kinder Ammons, welche Götzenanbeter waren, besetzten dann ihr Land. Das Interessante hierbei ist eigentlich, dass sie die Kultur und die Religion von den Ammons, welche sie besetzten, mit Freude annahmen. Ja, nee, stellt euch mal vor, unvorstellbar, ne? Jemand kommt und besetzt euch, versklavt euch und nimmt die Kultur von denen an. Unvorstellbar, oder? Ja, ne. Ich meine natürlich ironisch, klar. Heute ist das mit uns nicht anders. Diejenigen, die uns heute bombardieren, dessen Kultur trägt ihr heute. Oder jegliche Sachen. Wir ziehen uns an wie sie. Wir denken wie sie. Wir hören die gleiche Musik wie sie. Wir lesen die gleiche Zeitung wie sie. Wir nehmen die Kultur und Religion unserer Feinde. In der Zeit von Gilead lebten sie 6 Jahre lang auf Tauhid. 6 Jahre. Dies lesen wir im Richter 11. Kapitel 1. Vers. In der Zeit von Ibzan, Elon und Abdon lebten sie auf Tauhid weiter. Nach dem Tod von Abdon beteten sie wieder die Götter an und wurden Muschikun. Sie wurden durch die Philister besetzt. Die Philister, ganz wichtig, beschlagten alle ihre Heiligtümer von ihnen, darunter die einzigste Inschrift der Tora, die Bundeslade. Die Tora wurde in einem Kasten aufbewahrt. Und diese Kasten nennt man die Bundeslade. Da waren die Urschriften von Musa a.s. drin. Und diese Kasten, beziehungsweise diese Bundeslade, welches aus Eichenholz und so die Beschreibung ist, dies nahmen die Kinder Israels immer mit sich mit. Und das wurde diesmal von ihnen beschlagnahmt. Richter, 13. Kapitel, 1. Vers. Dann kam der Besetzer Shimson und sie lebten weiter als Murtad, als Kuffar. Nachdem die Kinder Israels ihn töteten, lebten sie einiger Zeit unter Anarchie und brachten sich gegenseitig um. Richter, 16. komplette 16. Kapitel, bitte. Das ist keine Story, die einfach mal so erzählt wird. Das ist Tatsache, Geschichte, ja. Hier sind sich alle Religionen darüber einig, dass das so passiert ist, und die Geschichte ist sich auch einig darüber, dass das passiert ist. Eine, wenn wir in unserem Gebet Reil Mardubi Aleichem sagen, dann sollen wir das alles mal durch den Kopf gehen lassen. Zur Zeit von Eli kam der Prophet Samuel und brachte sie zum Tauhid.
Er holte die Bundeslade zurück von den Philistern. Als Eli starb, holten die Feinde die Bundeslade wieder zurück. Er nahm sie hin, die nahm es zurück, er nahm sie hin, die nahm es zurück. Also Samuel 5 und 6, komplette Kapitel bitte. Zur Zeit des Propheten Ishmael, nicht Ismael, Ishmael, kämpfte der tapfere Kommandant Saul. Wer ist Saul? Die Geschichte von Jalut und Talut, die im Koran erklärt wird. In der Surat al-Baqarah, im 244. bis zum 252. Vers wird die Geschichte von Jalut und Talut erklärt. Hier sind wir jetzt gekommen. Ein tapferer Kommandant namens Saul, ja, eine Talut, kämpfte gegen den Götzenanbeter der Philister, Jalut, das heißt Goliath, und besiegte ihn. Im Alten Testament nachzulesen, im ersten Kapitel, im 1. Samuel, 17. Kapitel, 4. Vers. Nachdem Saul getötet wurde, kamen David und Salomon an die Macht. Jetzt sind wir an was eine Zeit gekommen? Von ca. 1500 vor Christus sind wir 970 vor Christus gekommen. Diese Zeit von David und Salomon war die beste Zeit der Kinder Israels gewesen. Hochblütezeit. Yani Osmanum lade devrige bisheyan. Sowas. Zu jener Zeit gründete Salomon, Suleiman a.s., Jerusalem und vereinte die 12 Stämme. Die 12 Stämme, wissen wir ja, die 12, ne? 12 Stämme und brach die Heiligtümer und die Bundeslade zurück in den Salomon-Palast. Das war eine sehr wichtige Zeit. Hochzeit der Israeliten, 970 ca. vor Christus. Das Anfang vom Ende kam mit dem Tod von Salomon. Sie brachen zusammen und teilten sich in zwei Staaten. Nachdem Salomon gestorben ist, Salomon übrigens der Kind von David a.s., teilten sie sich in zwei Staaten. Ja, 932 vor Christus. Ein Staat nannte sich Israel und der eigene Staat nannte sich Juda. Der Pharao von Ägypten, Schenschek, besetzte sie, weil sie sich geteilt haben. Ihr wisst ja, wenn ihr beteilt seid, verliert ihr eure Kraft und die Feinde werden euch besetzen. Die Kinder Israels, als sie besetzt worden sind, gaben ihnen die komplette Staatskasse von Suleiman a.s. als Rüschwett, als Bachschischian, als Freikaufung. Und sie beteten wieder, natürlich, die Götzen ihrer Feinde. Nachdem sie zerteilt, sich selber zerteilt und dann durch den ägyptischen Pharao Sheshnek besetzt worden ist. Jetzt sogar nennt sie das Alte Testament auflehnerisch und verflucht. Jesaja 30. Kapitel 9 bis 11. Vers. Dann nach Salomo, nach Suleiman a.s. die Zeit, kommt die Zeit vom König Jehoshaphat. Zu jener Zeit leben sie auf den Islam, auf den Shalom, auf dem Weg des Gottergebenen, auf den David. Zeit von seinem Sohn Jehoram, nachdem sein Sohn Jehoram an die Macht kommt, werden einige Muschrik und einige bleiben Moachidun. Aber nachdem er stirbt und sein Sohn Ahiyahu kommt an die Macht, werden sie natürlich, könnt ihr euch vorstellen, alle Muschrikun und beten dann alle wieder die Götter an. Nach seiner Ermordung kam seine Mutter Ischliahu an die Macht und betrieb eine sehr hohe Zeit des Kufus. Diese Mutter von diesem Mann namens Ahiyahu erklärte das Sina, also die Unzucht, im ganzen Land als legal. Und es wurde noch mitgesponsert, sage ich jetzt mal. Ihr Enkelsohn von dieser Frau, Jois, führte den Kufur weiter. Und dabei steinigten sie den Propheten Zacharias. Jetzt fangen sie auch noch an, Propheten zu töten. Wie viele Propheten allgemein getötet worden sind, sagt das Alte Testament sowieso nicht. Aber die Zahl beruht sich auf ca. 400 bis 500 Propheten, die sie getötet haben.
Sie steinigten den Propheten Zacharias, seine Zekaria a.s. Später wurde er selbst beim Attentat getötet. Ja, derjenige, der ihn gesteinigt hat, denke so. Sein Sohn Emishiau führte den Kufur weiter. Später wurde Ezechiau, der vom Stamm David kam, König und tötete den Propheten Amos, welcher das System heftig kritisierte. Nochmal. Später wurde Ahasjahu, der vom Stamm David kam, König und tötete den Propheten Amos. Amos ist zum Beispiel ein Name vom Propheten, dem Koran nicht geschrieben steht. Müssen nicht alle im Koran geschrieben stehen. Warum tötete er Amos? Weil er das System, das Staatssystem, heftig kritisierte wegen den Kufur. Wo lesen wir das zum Beispiel? Im Kapitel natürlich Amos im Alten Testament, 5. Kapitel, 11. Vers, 21. bis 24. Vers oder das 6. Kapitel, 4. bis 5. Nach dem Sohn von Ahasjahu, Joab, kam der König Hiskia, welcher Moabit war. Ein Moabit kommt an die Macht. Er zerstörte alle Götzen und Tempel, die erbaut worden sind. Alle Götzen und Schicks zerstörte er, vom Schick hinterließ er gar nichts mehr. Und er rief den Tauhid, das La ilaha illallah, in dem ganzen Land aus und alle kamen wieder zum Islam. Nach Hiskia kam der Mischrik Mishnah. Nach Hiskia kam der Mischrik Minscha. Er baute die Götzentempel wieder auf und errichtete die Götter noch schlimmer, als es vorher gewesen war. Er tötete den Propheten Ischaja. Man nennt Ischaja auch den ersten Jesus, erster Isa. Indem er ihm den Kopf abhackte. Sein Sohn Joschia hörte auf den Propheten Jeremia. Jeremia kam danach und kam wieder zum Islam zurück und ruft wieder den Tauhid im ganzen Land aus. Das lesen wir im Kapitel Jeremia, 3. Kapitel, 22. Vers. Sein Enkelsohn Joschia verbot den Tauhid wiederum im ganzen Land wieder. Zickzack, ne? Sein Enkelsohn Joschia verbot den Tauhid darauf wieder im ganzen Land. Und was ist passiert? Dadurch wurde das ganze Land vom babylonischen König Buchtan-Nasser besetzt und versklavt. Komplettes Land wurde dadurch durch den Fluch Allahs versklavt. 721 vor Christus wurde Jerusalem dadurch komplett zerstört und die Kinder Israels wurden nach Assyrien verschleppt. Erst 538 vor Christus durften sie mit der Erlaubnis vom persischen König Kehüsref nach Jerusalem zurückkehren. Zur Zeit vom König Achbab wurden sie wieder Muschrik. Das ist kein Witz, was wir hier lesen. Das ist die Geschichte der Kinder Israels. Wie es im Alten Testament geschrieben worden steht. Zur Zeit, wie gesagt, vom Achbab wurden sie wieder dadurch alle Moschikun. Sie haben versucht, den Propheten Ilyas, Elessa, zu töten. Kurz nochmal. Nach Salomon waren von 20 Königen nur 5 Moabit gewesen. 15 Könige waren Muschikun, die haben das Götzendienerin verbreitet und 5 Leute waren auf dem Tawhid, auf dem Islam gewesen. Auch wiederum aber in dieser Zeit kamen falsche Propheten unter ihnen. Falsche Propheten ruften irgendwelche Sachen aus, was wir auch in dem Alten Testament sehen. Zum Beispiel im Kapitel Hiob, im 13. Kapitel, 4. bis 7. Vers. Propheten, die sowieso zu jener Zeit nicht vom Kinder Israels waren, leugnen sie sowieso. Es gab ja auch Propheten, die waren nicht vom Kinder Israels und die waren auf einer ganz anderen Stelle der Welt gewesen, zum Beispiel in Arabien, sie waren arabische Propheten gewesen. Die akzeptierten die Kinder Israels von vornherein nicht. Wer war das? Salih, Hud, Shuaib oder Ismail. Und dann kommt ein Kapitel, was wir den Persönlichkeitsverlust und die Assimilation dieses Volkes Israels sehen. 444 vor Christus schrieb der Prophet Uzair, ja, oder Ezra, nicht Ezra, Ezra, die verloren gegangene Tora erneut. Weil die Tora war verloren gegangen und Allah Ta'ala beauftragte Uzair a.s., ja, Ezra, die Tora von neu mit Hand aufzuschreiben. Die Kinder Israels befolgten dabei die Kultur
der Siegermächte und der Babylonier. Auf einer Seite machte er das, auf der einen Seite befolgten die Kinder Israels die Siegermächte der Babylonier. Als 339 vor Christus Alexander der Große den Osten besetzt, regiert die hellenische Kultur dort. Die Babylonier werden aus Israel weggetrieben und die Griechen kommen. Alexander der Große kommt. 339 vor Christus. Und alle Kinder Israels werden assimiliert. Heute wollen sie von uns, dass wir integriert werden. Das ist noch heftiger, das ist Assimilation. Was passiert? Was passiert dabei? Dabei akzeptieren sie die griechische Kultur. Wie sie es ja auch vorher auch gemacht haben, in anderen Kulturen. Die kompletten Kinder Israels werden griechisch. Vergessen Hebräisch zu reden. Keiner kann mehr Hebräisch. Keiner kann mehr Hebräisch. Alle fangen an, untereinander griechisch zu reden. Das ist genauso, wie zum Beispiel im Osten der Türkei jahrtausende lang zum Beispiel kurdisch gesprochen worden ist und heute die Generation spricht türkisch untereinander. Zum Beispiel. Es ist sowas, heute sterben Aussprachen. So weit kamen sie, sie sprachen kein Hebräisch mehr untereinander, nur noch Griechisch. Sie lasen die Tora nicht mehr, weil die Tora hebräisch gewesen war. Statt die hebräische Tora zu lesen, haben sie griechische Bücher gelesen. Genau wie heute wir nicht mehr den arabischen Koran lesen, sondern den englischen oder amerikanischen Science-Fiction-Roman. Natürlich, dass das damals noch krasser gewesen war. Damals gab es ja kein Fernsehen. Heute stellen die Bücher der Fernseher eingenommen. Heute gucken wir keine islamischen Programme mehr. Heute gucken wir nur noch. In jener Zeit wurde die Bibel zum ersten Mal, ganz wichtig, zum ersten Mal ins Griechische übersetzt. Durch diese Verhältnisse, Jani, zum ersten Mal ins Griechische übersetzt. Sogar die Städte in Palästina bekamen griechische Namen. Man hat sich angezogen wie diese Griechen und die Olympischen Spiele wurden in Palästina berufen. Dabei, noch interessanter, werden Religionsmänner von den Griechen beauftragt, dafür noch Benzin ins Feuer zu kippen. Reformer. Es werden Männer ausgesucht aus den Kindern Israels, die Reformen machen. Die sagen, ja, ihr müsst das so machen. Griechisch ist normal, ihr müsst euch weiterentwickeln. Genauso wie sie heute mit den Islam angeblich machen wollen. Ein Mann namens Jesson wird dabei beauftragt, ein religiöses Motiv zu finden, dass dieses Prozess schneller abläuft. Statt die Scharia von Musa a.s. einzuführen, wollen sie die griechische Gesetze einführen. Und sie machen das auch. Und griechische Gesetze werden auf einmal in Israel, regieren auf einmal in Israel. Als Gegenreaktion zum Hellenismus entstehen, also zu diesem Hellenismus ist die griechische Kultur, entstehen 167 vor Christus religiöse Gruppen bei den Kindern Israels. Auf einmal spalten sich unter religiösen Gruppen, nicht mehr unter Stämmen, unter religiösen Gruppen, die Pharisäer, die Sedukaläer, die Salatäer und so weiter und so fort. Ganz viele. Zum Beispiel, die Pharisäer machen aus der Religion eine Tradition. Die Sadduzäer leugnen alle Bücher außer dem fünften Buch Moses, darunter vor allem die Mishnah und die Gemara. Die Solaiter waren nur politisch eingestellt. Ihr müsst euch das so wie im Islam heute vorstellen, dass irgendwelche Gruppen entstehen. Zum Beispiel, die Pharisäer machten aus der Religion eine Tradition. Sie haben aus der Ibadet nur die Adet gemacht. Es war nicht mehr für sie, dass es ein Gebet gewesen war, es war für sie Tradition gewesen. Man hat das Kopftuch nicht mehr getragen, weil es ein islamischer Pflicht gewesen war, sondern weil es Kultur gewesen war. Beispiel. Man hat zum Beispiel Ramadan heute, fastet man meistens nicht wegen religiösen Gründen. Es macht jeder, es ist in der Kultur so und wir machen das halt auch so. Sie haben die Religion zur Tradition gemacht, die Pharisäer. Quellenangabe. Matthäus 23, Kapitel 23 bis 36 Vers, Lukas 18. Kapitel, 10. bis 14. Vers. Die Sadduzäer, welche sich da spalteten, als Gegenreaktion zu dem griechischen Hellenismus,
leugneten alle Bücher außer den fünf Büchern Moses. Darunter die, vor allem die Mishnah und die Gemara, die eigentlich eine Tafsir, eine Interpretation des Alten Testaments gewesen haben. Die Solaeta als Gegenreaktion zum Hellenismus, ganz wichtig, waren nur politisch eingestellt. Nur politisch. Genau wie heute im Islam, es gibt manche Gruppen, für die ist die Islam nur Religion, nur Politik. Der Islam ist für sie nur der Staat. Islam ist Politik, Politik, Siyaset, 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 Siyaset. Wenn ihr in solche Moscheen von solchen Leuten geht, wenn ihr nur Siyaset, Siyaset hört. Und das waren da nur die Solaeta gewesen. Der Islam ist nicht nur Siyaset. Der Islam ist Politik und Religion im einen. Der Islam ist Moschee und Staat im einen. Aber sie zum Beispiel haben das nur politisch gemacht, so weit, dass sie sagten, diejenigen, die den Feinden Steuern bezahlen, sind heftiger als diejenigen, die den Allah leugnen. Die Solaeta, ja. Dann gab es noch eine Gruppierung, die sich aufgelehnt hat gegen dieses griechische System. Sie nannte man Essener. Und ihr müsst euch das so heute verstehen, was waren die Essener für Leute gewesen? Das waren so ähnlich wie die Leute von den Tasawuf heute gewesen. Die Mystiker, okay? Die Sufis, ähnlich so wie die Sufis. Man sagt, Allahu alem, dass Yahya a.s., Johannes der Täufer und Isa a.s., Jesus der Sohn Maria, aus dieser Gruppierung rauskam. Aus den Sufiten, also aus den, die in der Wüste gelebt haben. Wisst ihr, Johannes der Täufer hat in der Wüste die Leute getauft. Und dann, nach diesem Prozess, was passiert? Die totale Verfluchung Allahs. 70 nach Christus zerstören die Römer, 70 nach Christus zerstört Titus, der Römer, der Führer der Römer, Jerusalem komplett. Das Schloss von Salomo und andere Sachen wird niedergerissen und abgebrannt bis auf die Grundmauer. 70 nach Christus. Und die Kinder Israels werden 70 nach Christus überall verteilt. In alle Himmelsrichtungen werden die Kinder Israels verteilt. 70 nach Christus. Sie verlieren alles, ihren Tempel, alles was sie haben, verlieren sie. Wisst ihr, was Jesus sagt? Was der Grund dafür gewesen war, dass sie verflucht worden sind und dass Allah sie auf allen Welten verteilt hat. 70 nach Christus wurden sie verteilt. Wisst ihr, wann sie wieder unter einen Staat kamen? 1948. Vor 70 Jahren kamen sie wieder zu einem Staat. Aber das ist normalerweise nicht der israelische Staat, was sie heute gegründet haben. Es ist der zionistische Staat. Es ist ein zionistischer Staat, kein israelischer Staat. Wisst ihr, was Jesus sagt, was der Grund gewesen war, dass sie 70 nach Christus verflucht und verteilt worden sind? In seinem Buch, vorher schon. Das sehen wir im Kapitel Markus, im Neuen Testament, im 7. Kapitel, 8 bis 9. Da sagt Jesus, Neues Testament, ihr verlasst Gottes Gebot, ihr verlasst Gottes Gesetz und haltet die Satzungen und Verfassungen der Menschen ein. Und er sagte zu ihnen, wie fein hebt ihr Gottes Gesetz auf, um dafür eure Verfassung aufzurichten. Das ist kein Kapitel aus dem Koran. Ich lese hier aus dem Neuen Testament. Oder? Hört ihr das hinten mit? Hört ihr das mit? Oder hört das vielleicht der Verfassungsschutz mit? Also wenn der Verfassungsschutz ehrlich sein sollte, dann sollte er statt die Muslime in diesem Land zuerst mal die Christen verfolgen. Weil die wahren Christen akzeptieren von den Menschen gemachte Verfassungen nicht. Und darunter ist unter, mit ihrem Namen der Hauptterrorist Jesus, der sich gegen ihr Staatssystem auflehnt und sagt, wir akzeptieren das Grundgesetz nicht. Was wollen Sie da für uns jetzt sagen? Warum läuft der Verfassungsschutz nicht von Kirche zu Kirche und sagt, akzeptiert ihr das Gesetz Gottes nicht? Akzeptiert ihr das Gottesgesetz oder unser Gesetz? Wichtig, im Markus 7. Kapitel 8. bis 9. Vers. Der Schlag der Römer gegen sie war viel heftiger als jener der Babylonier gewesen.
In der Sura Al-Isra, das ist die 17. Sura, könnt ihr von den 4. bis zum 17. von den 4. bis zum 7. Vers das sehen. Allah Ta'ala sagt, und wir hatten den Kindern Israels in der Schrift dargelegt, seht, ihr werdet gewiss zweimal im Land Unheil anrichten und ihr werdet gewiss sehr überheblich sein. Sie haben zweimal angerissen und zweimal wurden sie vernichtet, also große Vernichtung. Das erste war die Babylonier und das zweite war 70 nach Christus von wem? Von Titus von den Römern gewesen. Nach Jesus wurden die Urchristen, also Urchristen sind normalerweise Muslime, ne? Nach Jesus wurden die Muslime genauso von Römern verfolgt. Obwohl später die Mutter von Kaiser Konstantin Helena die urchristliche, das heißt die islamische Religion annimmt und nach Jerusalem kommt und eine Kirche auf das Grab Jesu erbaut, macht sie aus den Trümmern des Schlosses, von dem Schloss von Salomo, eine reine Müllhalteplatz wegen ihrer Feindschaft gegenüber den Kindern Israels. Bis, ganz wichtig, bis zum Kalifat von Umar ibn al-Khattab, radiallahu an, bis zum Kalifat von Umar ibn al-Khattab wird das so weitergeführt als Müllhalde, der König des Palast von Salomo, und Umar ibn al-Khattab, radiallahu an, baut zum ersten Mal auf den König, auf das Schloss von König Salomo, die Al-Aqsa-Moschee. Er baut sie von neuem. Und er ruft den Tauhid komplett im ganzen Land wieder aus. 632. 632 ist der Prophet gestorben. Bis 634 das Kalifat von Abu Bakr radiallahu anhu. Ja, circa, müsste 636 gewesen sein, dass das Jerusalem von Umar ibn al-Khattab durch die Muslime links gemacht worden ist. Kurz noch, jetzt kommen wir auch zum Ende, inshallah. Die Verfluchung Allahs, Mardub. Wir haben ja das Tafsir von Ghayril Mardubi Alehim. Wie ist das zustande gekommen? Sehen wir zum Beispiel im dritten Buch Moses, im 26. Kapitel, 14. bis 22. Vers. Die Verfluchung Allahs. Werdet ihr aber nicht gehorchen, sagt Allah, und nicht all diese Gebote tun, und werdet ihr meine Satzungen verachten? Ja, nochmal. Allah sagt im dritten Buch Moses, im 26. Kapitel, 14. bis 22. Vers, werdet ihr aber nicht gehorchen und nicht all diese Gebote tun und werdet ihr meine Verfassungen verachten und meine Rechte verwerfen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote und werdet ihr meinen Bund brechen, so will auch ich euch dieses tun. Was wird Allah mit ihnen tun? Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, mit Auszehrung und Fieber, dass euch die Augen erlöschen und das Leben hinschwindet. Ihr sollt umsonst euer Samen sehen und eure Feinde sollen ihn essen. Und ich will mein Antlitz gegen euch richten und ihr sollt geschlagen werden von euren Feinden und die euch hassen sollen über euch herrschen. Und ihr sollt fliehen, ohne dass euch jener jagt. Bis zum Schluss. Und die Verfluchung Allahs im Koran, Enfal 16. Vers, Bakara 90. Vers, Ali Imran 112. Vers, Maide 64. Vers. Wir beenden unsere Test mit dem Surat Bakara, mit dem 61. Vers. Und Schande und Elend kam über sie und sie verfielen den Zorn Allahs. Dies geschah deshalb, weil sie immer die Zeichen Allahs leugneten und die Propheten zu Unrecht töteten. Dies geschah, weil sie sich auflehnten und immer wieder übertraten. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.